Hier sind sehr viele Gegner, oh je. Ich muss aber wieder runter. Tintanz. Theresa töten. Da würde ich auch lieber in den Müllhaufen schiffen. Ja, nun. Hallo BMF. Da war ganz schön lange hier. Hey, hast du ein Problem? Ja. Du Drecksau, ich töte dich, Survival. Sehr geehrter Kunde, wir müssen Sie leider darüber informieren, dass Ihre Versicherung bei Traumateam aufgrund einer Fehlentzahlung abgelaufen ist. Bitte reaktivieren Sie Ihre Kreditkarten und verzüglich damit für den gefährlichsten Moment des Lebens weiterhin für Ihre Sicherheit und Gesundheit sorgen können. Wenn es um Ihr Leben geht, sollten Sie niemals zögern. Das stimmt. Da ist ja nie Loot liegen. Ah, mein Auge piekt gerade. Das sieht auch cool aus mit der Maske. Ja, deswegen spiele ich es ja jetzt, weil sie sich da endlich mal reingekniet haben in der Version. Das
hätte ich es weiterhin nicht gespielt. Das ist es ja. Hatte echt Schiss. Bin auf jeden Fall bis jetzt zufrieden. Auch wenn ich sehr lange warten musste. Aber mit schweren Verwundungen. Alter, der Typ hat mich gerade mega erschreckt, ne? Inhalator. Ganz viele Leichen. Sehr viele Leichen. Habt ihr Loot? Dann wisst ihr, Loot tut mir gut. Auch wenn es euch nicht mehr gut geht. Au! Ah! Oh, mir geht's auch gerade nicht gut. Splitter, was für ein Ding? Wo finde ich das? Rucksack. Wo finde ich das? Die Daten? Shit. Ich bin gerade null durch. machen wir erstmal hier sowas und... Wo sind denn die Splitter drinne? Weiß das jemand, in welchen im Rucksack selbst drin? Ich habe keine Ahnung. Ich soll es mir anhören. Oder lesen, je nachdem. Das gerade. Ah, warte, da. Oh Gott, ey. Ich muss erstmal damit klarkommen. Holy shit. So, oder? Ja, ich habe das unter... Ich muss das erst noch checken, dass da dieses Untermenü noch war. Ja. Du bist heute damit dran, die Sauerei von Briggs Köter wegzuwischen, sonst ist der Boss noch raus. Findet er noch raus, dass wir nicht eine Leiche, sondern einen tollwütigen Köter aus ihm gemacht haben. Im Ernst, er macht uns mehr Arbeit, als er uns spart. Das ist, als hätte man einen abgerichteten Puma oder sowas. Echt, ey, der knurrt und heult und faucht so viel, dass ich nicht schlafen kann. Was habt ihr mit dem gemacht, dass er so rumschreit? Habe ihm bloß gezeigt, was passiert, wenn man sich mit Royce anlegt. Dora hatte die Idee, ihm sein altes Chrom rauszureißen und wir haben ihm die Fresse zusammengetreten, als wir eine Esquive-Pinata, also reden kann er nicht mehr, nur noch heulen wie die Verrätertöle, die er auch ist. Alles klappt ja. So. Ist ganz gut, dass wir diese Aufgaben hier gerade machen, dass ich ein bisschen das lerne. Lee.
Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut, aber die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal Chrom besetzt. Jetzt ist alles nur noch Rost. Wir haben ein Aquarium voller Konzerne. Ja, ich merk's, Keks. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Jedenfalls nicht in einem Satz. Watson. Du warst früher Journalistin, oder? Das ist leicht zu erraten. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Habe ich nicht. Information ist eine Waffe, wie. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Ah ja. Bis dann. Bye, wie. Denk dran, die Medien lügen. Das stimmt. Die lügen und betrügen. Ich habe ein paar Infos. Sieht aus, als war dieser Typ Briggs einziger verbleibender Verehrer. Die anderen haben ohne zu zögern die Seiten gewechselt. Ich weiß nicht, ob er zu retten ist, aber vielleicht erfahren wir etwas Neues über Cyberpsychos. Gut gemacht. Okay. Juhu! Yay! Ja, das stimmt, Norwin. Am Anfang wird man immer erschlagen. Das ist leider immer so. Ich schätze mal, die Karte wird noch viel größer, ne? Ich sage jetzt nichts dazu. Ich touche alle an! Und sie fühlen es an. Vorbeigefahren. Ey, der ist umgefallen. Der lebt noch. Oh, fuck. Ich hab ihn, den habt ihr nicht gesehen, ne? Gut. Hallo Nemo. Er hat noch gelebt. Der hat noch gezappelt, Triumph. Ah, perfekt geparkt hier. Warte, bis die Polizei weg ist.
Toll, da muss ich aber hin. So, normales Fahren. Das ist auch ein Spiel. Da kann ich fahren, wie ich will. Und das macht jeder von euch, also... Außerdem ist das Night City, da hält sich niemand an Regeln. Die Musik ist auch geil. Blut und Thron! Ich weide dich aus! Hast du jetzt Angst, du Pussy? So, hätten wir. Ich glaube, der Tod gesagt, Keks, aber Kot ist lustiger. Digga, Kot wäre nicht so geil. Sollte mal zum Arzt. Wie unauffällig unsichtbar sie ist, ja. Schade, dass du sie umbringst. Du musstest experimentelle Kampfimplantate in sich. Wer weiß, vielleicht hätte ihr System irgendwelche Aussetzer. Möglicherweise hatten wir ihr noch helfen können. Aber okay, dein Geld ist unterwegs. Aber nächstes Mal könntest du dich ein bisschen mehr anstrengen. Aber was soll ich denn machen? Die wollen sterben. Dann töte ich sie auch. Naja. Juckt mich nicht. Nehmen sie mir Verkehrsregeln auch egal. Ist ja auch richtig so. Guten Morgen, Night City! Yo, yo! Das war der Channel? Okay. Schon coole Musik hier. Ja.
Was ist denn sogar jetzt animiert? Warum sehe ich das? Hier hoch oder? Ich glaube ja. Auf dem Weg! Überfall? Irgendwo war hier Schießerei, ich hab's gehört. Ja, die Werbung ist anders wild. Ja, ich hab's gemerkt. Oh fuck. Ich konnte nicht mehr helfen. Aber hat der andere sie überfallen bestimmt. Ja. 70% echtes blutiges Fleisch. Slaughterhouse. Folge deinen. Kleidung. Oh, okay, das sieht schon sehr krass aus, ne? Das ist schon, ja, 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 ja. Die haben auch mehr in die Höhe gebaut, was die Map angeht, ne? War das nicht so? Alter, ist schon wieder diese Plakatkacke, ey. Also, dass es nicht so in die Breite geht, sondern mehr in die Höhe. Ich schon. Hallo, Sen. Wo kann ich eigentlich nur mal so Sachen ins Lager packen oder verkaufen? Ja.
Hier einfach mal rein hier. Ach, da ist er. Jackie! Endlich, Chica! Ja, du siehst voll müde aus. Sieht aus, als hättest du einen Marathon hinter dir. Ist was passiert? Jahrelange Söldnerarbeit. Und trotzdem schwitze ich wie ein Schwein, wenn Ma anruft. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Chica. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! An dem Spiel haben wir sehr oft unser erstes Mal, ne? Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Ihr sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Viro. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Geil. Warum hast du dich da nicht für eine vierte Tour angemeldet? Okay. Sieht jetzt auch nicht hier unten besser aus. Wir sind, wer wir vorgeben zu sein. Ich habe vorgegeben, alles zu sein und dadurch die Wahrheit erfahren. Lizzie Wizzy ist eine Künstlerin par excellence. Ihr Werk beinhaltet preisgekrönte Alben und Konzerttouren, Filmauftritte sowie mangels eines besseren Begriffs dafür Konzept- und Performancekunst. Ihre jüngste künstlerische Obsession ist das Medium Braindance. Im Interview hat Lizzie kürzlich über die Grenzen zwischen Dokumentation und Realität sinniert, sowie über die Frage, wie wir letzteres aktiv beeinflussen. Könnte das heißen, dass Lizzie Wizzy an ihrem eigenen BD arbeitet? Ich tue gar nichts! Dann würden viele von uns seinen Traum in Erfüllung gehen, die Möglichkeit auch nur einen Tag lang in ihrer Chromhaut zu leben. Die Fans würden vor Begeisterung ausrasten. Reisnudel? Was für eine Reisnudel? Boah! Au! Ich geh da hin, auf einmal ist ein von Arsch vor mir. Alter! Nun! Hey. Hi. Setz dich, bin gleich bei dir. Okay, wir setzen uns gleich. Stell's dir vor, Susan Forrest, Boa Boa, vielleicht sogar Morgan Blackhand. Okay. Haben alle hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Was geht, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was der BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du, aber er ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug sein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Zwar wird dem Thriller-Genre mit diesem Werk nicht besonders Innovatives hinzugefügt, dennoch ist dieser Braindance mit Luke Paula in der Hauptrolle ein solider Emo-Ritt. Die Angst vor selbstdenkenden Implantaten stammt aus Zeiten, da Piraten noch auf Holzbein durch die Gegend liefen. Okay, vielleicht war das übertrieben.
Deshalb existiert das Klischee sowohl in Film als auch BDs und Urban-Legenden. Kann ich mal lesen. Dennoch weiß Fremdkörper einige der besten Elemente des Genres anzuwenden und gerade genügend neue Inhalte einzustreuen, um das Ganze interessant zu halten. Schließlich sieht man die Welt nicht jeden Tag aus der Perspektive eines empfindungsfähigen Arms. Maxwell Rehab. In der BD-Saison sind Horrorstreifen überall, doch dieses Werk hebt sich von der Konkurrenz ab. Der stets phänomenale Maxwell Ramirez ließ sich an den Rand einer Cyberpsychose treiben, damit wir seine Rückkehr zur Normalität erleben können. Der Titel suggiert einen gewissen Optimismus, aber lasst euch nicht davon beirren. Ihr durchlebt Maxwells Absturz in die Psychose, das gebrochene Herz seiner Frau und die schrittweise Rückkehr in eine Welt, die sich nur wenig von der unterscheidet, die er verließ. Dieser BD ist das Event der Saison, aber Vorsicht, nicht zu schwache Nerven. Badlands Raid. Endlich ein BD für Leute, die auf leichte Kost stehen. Badlands Raid ist das Remake des Klassikers aus dem Jahr 2023, der für die damalige Zeit bahnbrechend war. Für denjenigen, denen der Titel nichts sagt, die Geschichte dreht sich um einen durchschnittlichen, langweiligen Typen, der versehentlich einen Nomadenüberfall auf eine Set-Attack-Konvoi stört. Mehr verrate ich nicht, denn obwohl der Streifen 57 Jahre alt ist, kennen die meisten Leute von heute das Ende nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass die Macher des Remakes der Story ein paar moderne Elemente hinzugefügt haben, die sowohl die Fans des Klassikers als auch Neulinge gefallen werden. Hat uns wieder zu wenig Infos gegeben. Wir wissen zwar, was sie für Ausrüstung haben, aber nicht, wie viele in dem Bunker sind. Großartig. Wird schon. Sham ist unser Glücksbringer, oder Sham? Hey, lass das, sonst antwortet er noch. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Also, wir schicken zuerst Drohnen hoch, damit wir nicht mit dem Kopf voran in die Scheiße springen. Einführung. Du glaubst, du hast das Zeug zur Solo-Legende? Klar tust du das. Warum sonst solltest du dieses Buch lesen? Du willst Respekt, willst anderen Angst einjagen und du willst ganz nach oben. Vielleicht hast du mal gehört, dass mich jemand zitierte, dass man Schlachten mit nur einem Blick gewinnen kann. Schon längst durchgespielt. Noch eher auch nur ein Schuss gefallen ist. Tja, ich verrate dir was. Es ist möglich und du kannst das auch, aber nur, wenn du die Eier hast, immer wieder durch die Hölle zu gehen und den Trip zu überleben. Tausende Gefechte, Millionen von Kugeln, hunderte Liter Blut, deins inklusive, das ist es, was dir bevorsteht. Außerdem brauchst du einen guten Ripper, einen, dem du vertraust, der dein Kumpel fürs Leben wird und der dir jede Woche aufs Neue sagt, es ist ein Wunder, dass du noch nicht tot bist. Das wird er natürlich nur sagen, wenn du Glück hast. Heutzutage hält sich jedes Baby mit fetten Eisen, Synthetiklederjacken und Mikroraketenwerfer für den heißen Scheiß, aber weißt du was? Nur weil du kalt lächeln und ein paar Typen umgelegt hast, heißt das nicht, dass du ein guter Solo bist. Töten kann jeder. Ich kannte mal diesen Rockerboy, der die ganzen Konzertrateneinheit hochgejagt hat. Hat ihn das zum Solo gemacht? Nein, nur zur Leiche. Also dann, meinst du immer noch, dass du das Zeug hast, der Geschichte aller Solos deinen Namen aufzudrücken? Gut, dann ist dieses Buch das Richtige für dich. Deine Lizenz wurde annulliert. Japantown ist für dich tabu. Du musst hier weg, kapiert? Vergesst es. Ich will jetzt mit Wakako reden. Ruf sie doch an. Sie ist bestimmt an deiner Meinung interessiert.